Rund 90 Liter Bier trinkt jeder von uns laut Statistik im Jahr. So, das hört sich, also vom Sound her würde ich sagen, das war schon mal okay. Was macht ein gutes Bier aus? Aber da wird oftmals dran gespart. Kann man Bier selbst brauen? Alto Belli. Das ganze Bier versaut. Und wie läuft es in der Massenproduktion? Das sind so 160.000 Kästen, die hier an Menge produziert wird. 160.000 Kästen am Tag? Am Tag. Daniel Assmann probiert und macht den Preisvergleich in ausgerechnet Bier. Wieso kosten diese beiden Biere hier 60 Cent pro Flasche und diese beiden Marken beispielsweise 1 Euro pro Flasche? Gibt es hier tatsächlich Unterschiede oder müssen wir bei den Marken einfach teures Marketing mittrinken? Und kann ich mein Bier nicht einfach selber machen? Sind doch nur 4 Zutaten. Wir finden's raus und stoßen an auf ausgerechnet Bier. Ich will ein Keiner braut in Europa so viel Bier wie die Deutschen. 8,8 Milliarden Liter pro Jahr. Beliebteste Sorte? Pils. Mit knapp 50% Marktanteil. Pro Kopf trinken die Deutschen laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt knapp 90 Liter Bier. Das sind 9 Kästen. Das ist so ungefähr der Durchschnittsverbrauch von uns Deutschen, knapp 90 Liter. Was würdest du sagen? Selbsteinschätzung, liest du drüber im Jahr? Oder drunter? 90 Liter? Knapp 90 Liter. Kann ich so nicht beurteilen. Könnte sein, dass ich rüberliege, weiß ich nicht. Ja. Gucken Sie mal. Die Menge da, diese 9 Kästen, die trinken wir Deutschen im Durchschnitt, knapp 90 Liter. Ich trinke eigentlich weniger Bier, wenn dann nur beim Essen. So, jetzt hier mal kurz meinen Kollegen gefragt. Den Marktleiter Christian, wir waren hier gerade schon, haben alles zusammen einsortiert. Das hier ist ungefähr der Durchschnitt, den wir Deutschen trinken. Ne? Knapp 90 Liter im Jahr. Wird weniger, oder? Das wird weniger tatsächlich. Ja. Merkt ihr auch hier im Laden? Ja, nach und nach wird es ein wenig weniger. Ja. Ja. Man merkt es jedes Jahr ein bisschen. Und wie stellt ihr euch denn auf? Also geht ihr da irgendwie gegen vor? Aufzufangen über andere Warengruppen. Ja. Also das Alkoholfreie nimmt zu, Fassbrausen nehmen zu. Und in den Bereichen versuchen wir es aufzufangen. Ja. Ich sag mal so, du sitzt hier an der Quelle. Ja. Ist das auch dein Verbrauch? Oder? Nee, also da kommst du bei mir tatsächlich nicht mit hin. Mein Verbrauch ist dann schon ein bisschen höher. Also du tust was für die Statistik, dann wieder ein bisschen. Arbeite daran, dass die Statistik ordentlich bleibt. Ja. Die 5 größten Pilzmarken in Deutschland. Platz 5, Beck's mit rund 1,7 Millionen Hektolitern. Knapp davor liegt Warsteiner. Auf Platz 3 Veltins. Platz 2 geht an Bitburger. Marktführer ist Krombacher mit knapp 4,3 Millionen Hektolitern Pils pro Jahr. Viele Marken, wenige Zutaten. Denn nach deutschem Reinheitsgebot von 1516 ist immer das Gleiche im Bier. Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Daniel will wissen, warum sich der Geschmack trotzdem unterscheidet. Dafür fährt er nach Bottrop zu Braumeister und Biersommelier Arthur Riedel. Seit mehr als 30 Jahren braut er Bier. Früher für Marktführer Kronbacher, heute in seiner eigenen kleinen Brauerei. Es gibt so viele Marken, aber es sind nur 4 simple Zutaten. Aber wie wird Bier jetzt eigentlich gebraut? Das schaue ich mir jetzt hier mal in Bottrop genauer an. Moin! Grüß dich. Hi. Daniel, tja. Da komme ich zur richtigen Zeit hier. War kann direkt mit anpacken. Was machst du gerade? Ich bin gerade am Schroten. Ja? Und Hopfen und Malz verloren, oder? Ach, vom Weg. Ja, jetzt wo du da bist, das befürchte ich schon. Ey, woran erkenne ich jetzt ein gutes Malz? Kann man das so von außen erkennen irgendwie? Ja, das ist schon, das siehst du, sehr sauberes Malz. Du hast da keine Steinchen drin, du hast vom Korn noch irgendwelche Strohhalme oder irgendwie sowas drin. Das ist schon sehr tolle Qualität. Ja, okay. Alles kannst du auch mal probieren, das ist ein bisschen süßlich, das Ganze. Ja. Wenn du ein bisschen drauf kaust und dann kommt die Süße und das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Mhm. Wir haben jetzt hier ein Pilsner Malz, das ist ein sehr helles Malz. Mhm. Wir brauchen heute auch ein helles, also bei uns ist das ein Kellerpilz. Ja. Wenn wir ein dunkles Malz haben, ich hole mal ein Muster, warte mal. Das haben wir dann hier. Kannst du mal reingreifen? Mhm. Ah ja, oh doch, das ist deutlich.
Das ist deutlich dunkler, dunkler und ja. Das hat ein anderes Aromen. Ja. Dann hast du so ein bisschen mehr so eine leichte Süße. Und wenn du hier mal am Sack riechst, dann ist das ganz intensiv. Oh ja. Und wenn du eine Nase zumachst, dann riecht man hier ja. So richtig die Zart-Bitter-Schokolade. Aber das ist deutlich intensiver. Das Malz ist die Grundlage und sorgt beim Pilz neben dem Hopfen für den Geschmack. Ist das denn jetzt eigentlich schon das teuerste Produkt fürs Bier? Ja, Hopfen ist teuer. Also wenn man die Kilopreise nimmt, ist ein Hopfen deutlich teurer. Aber hier mit diesen Spezialmalzen, das Pilsener Malz, das ist so eher ein Standardmalz. Mhm. Jetzt beziehen wir das natürlich in kleineren Mengen als Großbrauereien. Großbrauereien, die kriegen einen kompletten Silozug. Mhm. So, wir kriegen das jetzt aus Bamberg. Wenn aus Bamberg ein LKW mit 3 Paletten zu uns kommt, sind die Frachtkosten genauso hoch wie ein LKW, der mit 25 Tonnen um die Ecke kommt. Ja. Also zahlen wir entsprechend mehr. Mhm. Aber diese Spezialmalze, die sind von der Herstellung her aufwendiger, ja, und die kosten dann entsprechend deutlich mehr. Ja. Also die großen Brauereien, die jetzt, sag ich mal, die Massenbiere machen, die nutzen solche Malze auch gar nicht, höre ich da jetzt raus. Oder nutzen die hochwertiges Malz? Es gibt mit Sicherheit auch große, die auch sowas mit einsetzen. Aber da wird oftmals dran gespart. Da kannst du schon die erste Stufe einsetzen, wo man halt von den Kosten her günstiger wird. Und sich diesen Faktor schenkt. Ja. Größere Mengen gleich niedrigere Einkaufspreise. Großbrauereien können so günstiger produzieren als kleine Brauereien. In Bottrop wird jeder 20 Kilo Sack Malz von Hand in den Maischebottich gekippt. Hör mal, das ist jetzt einer. Ja, die anderen habe ich schon vorgeschrotet. Ja, gut. Gut, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Ja, geiler Job. Ja, das war der letzte. Weißt du, nicht nur labern, auch mal mit anpacken hier. Ne? Guck mal, wie ich schon aussehe. Ja, ich hab dir nicht gesagt, dass du dich fein machen sollst. Guck mich an. Ne? Meinst du, als ich das erste Mal meinen Kugelzee gebraut habe, im Keller noch, dann waren wir mit dem Sud fertig, dann standen die ersten schon mit dem Glas und wollten trinken. Und sag ich, Leute, das dauert jetzt so 8 Wochen. Bier brauen braucht Zeit. Schritt 1, das Maischen. Geschrotetes Malz kommt in den Maischebottich. Hier wird es mit Wasser vermischt und erhitzt. Dadurch bildet sich aus der Stärke Zucker. Schritt 2, das Läutern. Die Flüssigkeit aus dem Maischebottich wird vom festen Malz separiert. Sie wird dann Würze genannt. Schritt 3, das Würzekochen. Zur Würze kommt Hopfen. Der macht den typischen bitteren Biergeschmack. Alles wird zusammen weitergekocht. Schritt 4, die Gärung. Dabei wird die Würze runtergekühlt und mit Hefe in den Gärtank gegeben. Die Hefe wandelt den Zucker in Alkohol und Kohlensäure um. Das dauert einige Wochen. Wir arbeiten auch mit Hopfenpellets. Ja. Das ist unser klassischer Aromahopfen, den wir einsetzen. Aus der Hallertau, ne? Größte Hopfenanbaugebiet der Welt zwischen Ingolstadt und München. Da geht's los. Und die Hopfenpellets vereinfachen das Ganze für uns. Also früher, die ganze Hopfendolde wurde ja verwendet. Ja. Aber dann hast du immer diesen Hopfentrub dabei gehabt. Da hat alles unheimlich viel Volumen gehabt. Jetzt macht so ein Pellet, kann man jetzt schon sagen, ja, so ein Pellet macht einen qualitativen Unterschied, wenn man jetzt nicht den Hopfen an sich nimmt, sondern so ein Pellet. Hat man dadurch Einbuße? Wenn es ums Großindustrielle geht, setzen die Kollegen oft Hopfenextrakt ein. Hopfenextrakt heißt, aus der Hopfendolde wird das Aroma geht fast dabei verloren. Die Bitterstoffe werden aus der Hopfendolde rausgelöst. Das macht man mit Ethanol, also mit Alkohol oder mit flüssigem CO2. Okay. Der Alkohol, den lässt man danach verdampfen. Bei der flüssigen CO2 ist es so, wenn die sich erwärmt, dann geht die wieder in einen gasförmigen Zustand. Und dann hast du diesen Hopfenextrakt, der ist total ölig. Aroma hat er nicht, aber ganz viel Bitterstoffe. Mhm. Ja, und den gibt man am Anfang beim Würzekochen dazu, um die Bittere reinzukriegen. Macht das Ganze wieder ein bisschen günstiger. Ja. Und ganz zum Schluss kommt dann noch mal eine letzte Hopfengabe mit Aromahopfen, damit man doch in der Nase noch ein bisschen feines Hopfenaroma hat. Kann ich denn jetzt eigentlich vereinfacht sagen, wenn ich ein billiges Bier kaufe, können da keine guten Zutaten drin sein? Nee. Kann man nicht sagen? Nee, weil gibt ja große Marken, die günstiges Bier auf dem Markt haben. Ja. Da kann ich nicht sagen, dass die Kollegen mit billigen Rohstoffen arbeiten. Die haben andere Konzepte oftmals dahinter. Da wird beim Marketing wird gespart, da gibt es keine Fernsehwerbung, was so Logistik und solche Sachen ausmacht, da gehen die halt anders zur Sache, sodass die dann halt andere Preise anbieten können. Aber ich würde jetzt nie behaupten, dass die Kollegen eine schlechtere Qualität einsetzen. Ja. Außer, du sagtest ja, die haben dann so ein Aroma. Wenn die mit Hopfenextrakt arbeiten. Extrakt, genau. Das sind so Möglichkeiten schon, um Kosten zu sparen. Ja. Da hast du schon die erste Unterscheidung, das stimmt. Also wenn man Hopfenextrakt einsetzt, kann ich günstiger Bier brauen. Ja. Ja.
Ob Hopfen oder Hopfenextrakt im Bier ist, steht auf der Flasche. Laut Deutschem Brauerbund sei Extrakt nicht zwingend günstiger in der Produktion, aber besser zu dosieren und länger haltbar. Deshalb sei Extrakt in der Massenproduktion weit verbreitet. So, komm, dann probiere ich jetzt mal hier so ein Stück Hallertau. Kann man das einfach? Ja, kannst du alles. Hau rein. Ja. Mach mal. Das ist vielleicht die intensive Bittere mehr. Boah. Nee. Das ist wie Medizin, ne? Boah. Ja, jetzt überleg mal, auf 1000... Da soll ein leckeres Bier raus werden? Ja, auf 1000 Liter nehme ich davon 1,9 Kilo. Boah. Und du hast jetzt ordentlich was reingehauen. Hast dran, okay. Das ist mehr, als in einem Glas drin ist. Na, ich bin auch ein bisschen unterhopft. Ja, ja, das ist ein bisschen... Immer, das geben wir doch als Zäpfchen, ne? Das ist Ruhrpott. Aber da kannst du gut schlafen, ne? Ja, hau mal lieber da rein. Also, ich brauch mal was zu trinken. Oh, ja, am besten Bier, Glas, oder was? Abgefüllt, verschlossen und etikettiert werden die Flaschen von einer Maschine. Was kostet jetzt so ein Kasten bei euch? Bei uns kostet die Flasche von denen hier 2,50 Euro. Okay, das heißt... 20er Kasten, ja. 50 Euro. 50 Euro für einen Kasten? Ja. Das ist schon eine Ansage. Ja. Könntest du das denn nicht, ich meine, wenn ich mir so Angebotsbiere anschaue von den großen Brauereien, dann sind wir bei 10 Euro teilweise manchmal. Ja, aber das könnten wir hier wird nicht gar nicht gehen. Das wird bei uns finanziell überhaupt nicht drin. Ja. Also ich persönlich bin der Meinung, auch im Mittelstand mit genug Kollegen gesprochen, jetzt nicht so eine Mikrobrauerei wie wir sind, ne? Die können die Kiste auch nicht mehr unter 18, 19 Euro anbieten. Ja. Und der Bierpreis, wenn man sich das mal vor Augen hält, ja, zu D-Mark-Zeiten hat die Kiste 18, 19 Mark gekostet. Ja, genau. Und jetzt hast du die großen. Im Sommer letzten Jahres war das große Geschrei da. Kohlensäure zu teuer, Rohstoffe zu teuer, Energiekosten zu teuer. Alle Kosten sind explodiert. Aber der Bier ist nicht teurer geworden. Ja, eben. Ja, wie geht das? Ey, 18, 19 Mark zu D-Mark-Zeiten, jetzt 20 Jahre später, kriegst du das Bier im Angebot für 9,99, 10 ja. Euro. Ja. Ja, das ist die Masse. Das ist die totale Masse. Darüber können die ja dann immer noch mit dem Gewinn verkaufen. Ja, also habe ich verstanden. Vor 30, 40 Jahren Kiste 20 Mark, heute 10 Euro. Am Preis nicht viel getan, aber weniger Mitarbeiter, mehr Technik und bei den Rohstoffen ein bisschen abgespeckt. Das macht dann eben das möglich, dass ja, wir auch heute noch mit den Rohstoffen, wenn du das auf die Masse hochrechnet, ja, bei so einer Hektoliter-Millionen-Brauerei, ja, das sind Millionen, die da eingespart ja werden. Krass. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir auch probieren, oder? Ja, sicher. Direkt aus dem Gärtank kommt das Bier ungefiltert als sogenanntes Zwickel. Alle Brauer, die ich kenne, auch in Großbrauereien, die trinken ihr Bier direkt vom Tank, weil es einfach vollmundiger, aromatischer und geschmackvoller ist. Da sind die ganzen Inhaltsstoffe drin, du siehst ja die Trübung. Ja. Das sind Eiweiße, das sind Hefen, die geben dem Bier noch mal ein bisschen mehr Geschmack, die geben Vollmundigkeit. Und wenn das alles raus ist, dann hast du ein schönes blankes Bier, aber nichts lebendiges. Das ist jetzt quasi der Status vor der Filtrierung? Genau, vor der Filtration. Die aber, oder Filtration, die ihr jetzt aber nicht macht, oder macht? Genau, wir filtrieren unser Bier nicht. Okay. Wenn ich unsere physiologischen Lebensmitteltabellen sehe, da wird nur von Eiweiß, Kohlenhydraten, Fett und Salz geredet. Ja, aber alles, was sonst noch dazu kommt, Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme, Polyphenole, also diese Gerbstoffe, davon redet keiner. Aber das ist ja genau das, was uns ausmacht. Ja, also ist eigentlich so gesehen, dass nicht filtrierte Bier auf jeden Fall das gehaltvollere Bier. Das wertigere. Ja. Okay. Naturtrübes Bier gibt es im Handel aber deutlich seltener als klares Bier. Ob Daniel jetzt das Zeug hat, sein eigenes Bier zu brauen, das will er mit einem Set aus dem Internet ausprobieren. Wenn alles klappt, sollen am Ende 5 Liter selbstgebrautes Bier dabei herauskommen. Für 50 Euro gibt es alle Werkzeuge und Zutaten. So, jetzt machen wir Bier mal selbst. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich habe mir jetzt so ein eigenes Mini-Brauset für zu Hause bestellt. Helles wird jetzt hier gemacht. Läuterspirale sei mit mir, war nämlich dabei. Und alle Zutaten, die ich dazu brauche eben. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir da nicht unser eigenes Bier wunderbar selber hinkriegen. So, jetzt sehe ich hier gerade, wir haben hier noch einen rechtlichen Hinweis. Bierbrauen ist für den Eigenbedarf bis zu 200 Liter pro Jahr steuerfrei. Ja, so viel machen wir ja nicht, wir machen nur 5. Der Brauvorgang muss aber beim Zoll angemeldet werden. Dazu reicht in der Regel eine formlose Mitteilung an das zuständige Zollamt. Hat jemand von euch die Nummer vom Zoll? Oder ich wollte mal kurz anrufen. Ja, weitere Informationen unter www.zoll.de. Suchbegriff Hobbybrauer. Müssen wir mal gucken. Nicht, dass ihr auf einmal wegen 5 Liter Bier im Knast ist. Also, sagen wir mal so, wenn Sie es ganz korrekt machen wollen und zu Hause ganz korrekt sind, dann schreiben Sie eine E-Mail ans Zollamt. Das wäre der richtige Weg. Wir gehen jetzt den richtigen Weg. Krass. Willkommen in Deutschland. Beim Maischen wird, wie in der richtigen Brauerei, das Malz erhitzt.
was ich jetzt hier gerade entdeckt habe. Der Arthur hat mir erklärt, dass bei gutem Malz solche Stückchen und so nicht dabei sind. Hier sind jetzt Stückchen bei. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, nach dem, was ich gehört habe, würde ich sagen, ist die Qualität des Malzes jetzt hier nicht so hoch, wie ich die jetzt beim Arthur gesehen habe. Weil, wie gesagt, Stückchen sind drin. Die ersten 20 Minuten sind um. Bei 50 Grad. Jetzt geht es weiter mit weiteren 20 Minuten bei 63 Grad. Boah, mal gucken, ob man das so ganz genau hinkriegt. Weil eins muss man schon sagen, hier die Temperatur auf so einem Herd zu halten, ist natürlich deutlich schwerer als, ja, wie die Profis das machen in ihrem Kessel. Das geht zwischendurch mal ein bisschen hoch, dann mal wieder ein bisschen runter. Also exakt jetzt die ganze Zeit 63 Grad halten, ist schon eine gewisse Herausforderung. Aber wir probieren's. Oh, hä, was ist denn jetzt los? Alto Belli! Abbruch! Abbruch! Wir haben schon 66. Ich muss mal hier runternehmen. Was ist denn hier los? Das ist jetzt auf einmal komplett hochgeschossen. Das ganze Bier versaut. Ja, da können wir noch mal ein bisschen was geben. Jo! Es geht in die nächste Runde, meine Damen und Herren. Wir gehen noch mal für 6 Grad, 7, 8 Grad höher. Auf 71 Grad. So, Maischen haben wir jetzt beendet. Man muss aber mal dazu sagen, das ist wirklich ein ziemliches Heckmeck hier mit dem Thermostat. Und dass man hier genau immer die richtige Gradanzahl halten kann, das ist eigentlich fast unmöglich, muss man sagen. Naja, mal gucken. Ich habe mir beste Mühe gegeben. Jetzt gehen wir ans Läutern. Dabei wird die Würze vom Malz getrennt. Dann kommt der Hopfen dazu. Nachdem alles gekocht hat, wird gegärt. So, das hier die Hefe. Die tun wir jetzt dazu. Einfach reinkippen. Zack. Daniels Bier muss jetzt erst einmal eine Woche im Eimer gären. Ob's auch schmeckt, wir sind gespannt. Aber vorher will Daniel wissen, ob Biertrinker den Unterschied zwischen günstigerem Discounterbier und teurerem Markenbier schmecken. Die Frage, die wir jetzt mit großen Schlücken nachgehen, ist, schmeckt man beim Bier den Preis? Wir lassen antreten einmal den Marktführer Krombacher mit 84 Cent pro Flasche gegen Oskar Maxum, eine Eigenmarke, die gerade mal 39 Cent pro Flasche kostet. Bedeutet, die ist noch nicht mal halb so teuer wie der Marktführer. Und da wollen wir doch mal sehen, ob man das wirklich hier rausschmecken kann. Die Flaschen sehen die Gäste im Biergarten in Odenthal natürlich nicht. Nach der Blindverkostung sollen sie abstimmen. Rot für Oskar Maxum und blau für Krombacher. Wir haben einmal zwei Biere für dich. Einmal ein günstiges Bier in der Eigenmarke und einmal ein, ja, eigentlich das Bier, was am meisten in Deutschland getrunken wird. Und du darfst gerne einfach mal testen, probieren und mir dann sagen, was du glaubst, welches ist vielleicht eher das günstige und welches ist das teurere. Bisschen flacher, weniger herb, weniger Nachhall. Das ist deutlich herber. Tipp mal auf den Pilz. Okay. Qualitativ, preislich würde ich das hier höher einschätzen als dieses hier. Okay. Also, die standen so. Ja, okay. Also dann einmal, das ist der teure, das ist der günstige und das ist der teure. Wo würdest du sagen, so. Also teures Bier machen wir hier rein, ein günstiges machen wir hier rein. Das liege ich komplett daneben. Nee, pass auf, ich zeig's dir. Simsalabim. Genau andersrum. Ja. Hier ist günstig, da ist teuer. Genau. Alles klar. Günstig, teuer. Die Biere liegen nah beieinander, finde ich. Man kann auch beide trinken. Würdest du jetzt so für dich definieren? So, ja. Ja? Ich würde tippen, das ist das Markenbier. Das hier das Markenbier? Mhm. Ganz sicher. Schmeckt irgendwie ein bisschen kräftiger. Das schmeckt besser. Schmeckt besser. Ja. Woran machst du es fest? Schmeckt mir besser. Ich würde sagen, das ist das Markenbier. Das hier? Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das das Markenbier ist, weil das gefälliger ist und weil es mehr Leute trinken werden. Jetzt haben wir Gäste aus Ungarn da. Er meint, das ist das Teure. Das ist teurer? Ja.
Warum? Woran macht er es fest? Mir über alle Abitur mehr. Érettségén ugyanígy voltam, tippeltem. Beim Abitur war er auch so. Er hat nur einfach geraten. És itt ülök. Ist das hier? Ja. Jo. Jo, das war die Marke. Richtig. Das ist das teure. Ja. Sie haben also hier gesagt, das wäre das günstige Bier, das ja. No-Name-Bier. Ach, guck mal da. Ja, tatsächlich die Marke hier erwischt. Ja, ja. Richtig, sehr gut. Frage dich, ob du diese Marke schon mal gesehen hast. Nee, tatsächlich nicht. Maxi Oskar. Sehr super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Kannst du ruhig wegziehen, ist richtig, ja. Ja, Sport gemacht, das darf man nicht machen. Isotonisch, genau. Komm, weg. Tschüss. So, guck mal kurz darüber. Du bist der Erste, der die weggezogen hat. Wenn du willst, ja, da sind noch von anderen paar ganz auch. So, dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Das Markenbier haben insgesamt 2, 4. Ja, oh, das ist 6-4. Gut, also knapp über die Hälfte haben das Markenbier tatsächlich erkannt. So, und hier eben genau der gegengesetzte Fall. Wir zählen auch einmal nach, aber ist ja fast klar, was da rauskommt. So. Und hier ist ja spannend zu sehen, 4 von 10 haben tatsächlich das günstige Bier als das teure Markenbier eingeschätzt, obwohl das nicht mal die Hälfte kostet. Gleichzeitig muss man dazu sagen, niemand hat dieses günstige Bier verurteilt. Insofern gibt es für mich dann ja doch einen kleinen Gewinner. Und zwar das No-Name-Produkt. In unserer Geschmacksprobe schmeckte das günstigere Bier den Gästen auch gut. Jetzt will Daniel von Diplom-Biersommelier Anja Kober-Stegemann wissen, woran man ein gutes Pils erkennt. Aber kann man jetzt tatsächlich konkret sagen, ein günstigeres Bier ist ein schlechteres Bier oder liegt es am Ende nur am Geschmack? Wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, was man trinken möchte, dann soll man es kaufen. Ne? Ja, ja. Aber das ist total interessant, was du gerade sagst, weil in mir kommt gerade folgendes Gefühl. Das schmeckt mir zwar besser, ja. Aber irgendwie muss ich jetzt gerade selber zugeben, wenn jetzt Gäste kommen und ich würde jetzt hier mal so dahinstellen, da hätte ich ein anderes Gefühl mal. Das ist wirklich so. Also Marke macht was mit einem, muss ich sagen. Also man trinkt die Marke mit, so wie du sagst, man trinkt auch die Bilder mit und das, was man permanent sieht. Mhm. Aber trotzdem hat es mir eigentlich besser geschmeckt. Also total interessante Beobachtung, gerade so an mir selber, muss ich auch sagen. Also Bier ist wirklich Marketing, ne? Hier steht ja auch, selbst bei dem günstigen, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, würde ich jetzt sagen, kann ich vertrauen. Ist das so? Ist das Reinheitsgebot gleich Reinheitsgebot? Nein. Nee? Nein, weil es ist natürlich, das Reinheitsgebot beschreibt erstmal nur, welche 4 Zutaten rein dürfen. Mhm. Und es sind aber viele, viele Inhaltsstoffe oder nicht Inhaltsstoffe, aber auch chemische Substanzen, die genutzt werden dürfen, um das Bier zu klären. Von der Flaschenspülung über, ach, weiß ich was alles. Ne? Und das Ganze darf aber auch ins Bier bzw. wird durch Filtermethoden wieder raus extrahiert. Ja. Also von daher... Ja, werden manchmal, und um dich einmal zu unterbrechen, werden manchmal tatsächlich chemische Zusätze reingetan, die dann wieder rausgefiltert werden, um dem Reinheitsgebot wieder gerecht zu werden, oder? Das Reinheitsgebot sagt, dass eine bestimmte Größendimension im Bier erlaubt ist. Ach so. Dass ja immer die Menge macht, das gibt. Ja, ne? Also deshalb... gibt es schon eine relativ große Liste von Substanzen, mit denen gearbeitet werden darf. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel das Extrem nimmst, Biobiere, die dürfen halt nur einen mini kleinen Bruchteil davon. Mhm. Also von daher ist das natürlich, und es ist immer noch Reinheitsgebot. Ne? Okay. Eventuell ein bisschen irreführend, wenn man denkt, so 4 Substanzen, Reinheitsgebot, alles klar, ich bin auf der richtigen Seite. Dann müsste man eigentlich konsequent sagen, gut, dann nehme ich halt ein Bio-Bier, weil da sind halt relativ viele Substanzen eben nicht genutzt. Okay. Interessant. Hätte ich jetzt so nie im Leben erwartet. Ich habe jetzt voll aufs Reinheitsgebot gesetzt und am Ende wird man doch enttäuscht. Geerdet. Geerdet, genau. Da trinken wir jetzt einen auf. Genau. Prost. So, jetzt geht's ans Abfüllen und als erstes würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick gemeinsam hier in den Gärbehälter.
Oh, das sieht nicht wirklich appetitlich aus, oder? Muss das so? Naja, wir fangen mal an abzufüllen. So, in der Anleitung steht, wenn man Hefe im Röhrchen sieht, dann soll man aufhören mit dem Abfüllen. Deshalb machen wir jetzt mal hier Schluss und die bittere Erkenntnis. Wir haben 1, 2, 2,5 und hier nochmal ungefähr 3,5 Liter statt den versprochenen 5 rausbekommen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, sag ich mal. Aber wenn es schmeckt, vielleicht kann der Geschmack ja noch rausreißen. Jetzt kommt aber erstmal noch Zucker dazu. Und zwar in jede Flasche bei 0,5 Liter ungefähr 4 Gramm. So, jetzt bleiben die Freunde hier nochmal so 3-4 Tage wie bei der Hauptgärung stehen und kommen danach nochmal für 2 bis 3 Wochen in den Kühlschrank. Also, das ist schon ziemlicher Aufwand für ein kühles Blondes. Vom selbstgebrauten Bier in Daniels Wohnzimmer zu einer der größten Brauereien in Deutschland. In Warstein können unter der technischen Leitung von Sascha Wunderlich mehr als 100.000 Flaschen Bier abgefüllt werden, pro Stunde. Herzlich willkommen. Ich habe noch eine Sicherheitsweste für dich. So, ja, ich habe ja gedacht, du gibst mir direkt ein Bier hier zur Begrüßung. Aber kein Bier vor 4, ne? So ist es. So, okay, dann Sicherheitsweste an und ab in die Warsteiner Welt. Gehen wir los. Das Gelände der Brauerei erstreckt sich über eine Fläche von 80 Fußballfeldern und hat sogar einen eigenen Güterbahnhof. Hier läuft die Produktion vollautomatisiert. Jeder Herstellungsschritt wird mit Hilfe von Computern überwacht. Mir ist ja gerade der Spruch aufgefallen, Gott gebe Glück drein. Also, wenn ich mir das hier angucke, hier wird doch nichts dem Zufall überlassen, oder? Glück und Zufall spielen doch hier keine Rolle mehr, oder? Nein, nee. Zum Glück nicht. Ja. Wer seinen Prozess im Griff hat, hat seine Qualität im Griff. Ja. Und daran arbeiten wir natürlich. Ich finde, wenn man das so sieht, jetzt so die Industrie, sag ich mal, und dann hinter die kleine Flasche oder auch die Werbung. Wie soll ich das sagen? Hier ist weniger Romantik, finde ich, oder? Weil wenn man so Massen macht, wie viel macht ihr hier? Wie viel Massen macht ihr? Ja, also wir können 32 Sude am Tag produzieren. Ein Sud sind 520 Hektoliter. Das sind am Tag 16.640 Hektoliter. Und wie viel Kästen macht ihr hier am Tag? 16.400 Hektoliter sind ein Hektoliter 100 Liter. Kiste sind 10 Liter. Damit sind es 160.000 Kästen, die hier an Menge produziert wird. 160.000 Kästen am Tag? Am Tag. Wer trinkt dann alles? Das ist ja krass. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das Malz kommt hier durch Leitungen aus dem Silo in die Kessel. Malzsäcke, wie in Bottrop, muss hier keiner schleppen. Der Sud wird aber von Hand kontrolliert. Warte mal, hier haben wir eine Jodlösung. Ja. Was darf jetzt nicht passieren? Es darf jetzt nicht blau werden. Okay. Es müsste rot werden. Daher. Ja. Das sieht gut aus. Wenn das jetzt blau gewesen wäre, wie viele Liter wären denn dann kaputt gewesen? Ja. Also ein Sud sind 520 Hektoliter, ein Hektoliter 100 Liter. Keine Chance, sowas geht dann direkt in den Kanal. Seit rund 270 Jahren wird in Warstein Bier gebraut. Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Da ist alles Bier drin. Da ist alles Bier drin, genau. Da gärt's drin. Ja. Sind 21,5 Meter hoch, 6 Meter im Durchmesser. Und natürlich alles, was man so machen kann. Man kann eben die Temperatur steuern, was hier nicht möglich ist. Hier hat man natürlich ganz andere hygienische Verhältnisse damals im Holzfass, als man heute hat. Aber kann man dadurch sagen, das Bier heutzutage ist deutlich besser an sich? Oder kann man gar nicht vom besser sagen? Es ist einfach anders als damals. Es ist anders als damals, schon zum einen. Aber hier arbeitet man mit Reinzucht. Und hier hat man ja eine Spontangärung gehabt mit dem, was in der Umwelt war. Und daher hat das Bier sicherlich auch jetzt immer anders geschmeckt. Okay. Und dementsprechend auch nicht immer gut. Ja. Und das kann man heute ganz anders steuern. Und das ist auch gerade die Reinheit ja beim Pilz, ist ja auch ausschlaggebend. Das kann man gut steuern. Okay, na gut. In den 23 Meter hohen Gärtanks reift das Bier. Alles streng kontrolliert, damit es trotz dieser Massen immer gleich schmeckt. Wer sagt denn eigentlich, wie jetzt ein Warsteiner schmecken muss? Also wer definiert, so schmeckt unser Bier?
Also das ist einerseits haben wir ein geschultes Verkosterpanel, das es immer wieder vergleicht. Mhm. Und zum anderen liegt es natürlich auch an der Rezeptur. Und über die Jahre hinweg, man kann das Bier ja charakterisieren durch unterschiedliche Analysen, die man einfach hat. Ja. Und dadurch bleibt das über Jahre hinweg konstant. Also immer seit Jahren, Jahrzehnten immer quasi der gleiche Geschmack, so gesehen. So ist es. Die Rohstoffe schwanken halt an sich. Und da muss man halt schon gucken, dass man entsprechend mit Analysen weiß, wohin sich das entwickelt, sodass man dann schon seine Prozesse anpassen kann, beispielsweise Temperaturen anders setzt oder einfach auch länger einhält, damit hinten raus das gleiche Ergebnis kommt. Ja. Also ihr müsst immer, also ist doch wirklich viele individuelle Arbeit dann noch. Also ihr müsst immer individuell gucken, womit, mit welchem Rohstoff habe ich es jetzt gerade zu tun, wie ist er und wie reagieren wir jetzt darauf? Genau so ist es, weil auf dem Feld jedes Jahr ist das Wetter anders, der Boden ist mal ein bisschen anders, regnet ein bisschen anders. Dadurch hat man natürlich auch, schlägt sich das in der Qualität der Rohstoffe nieder. Ja. So gesehen ist das eigentlich so ein Schwank, immer wieder ein Veränderungsprozess, wo man sich da anpassen muss. Eine Woche gärt das Pilz in den Tanks. Danach reift es laut Warsteiner ca. 3 Wochen bei 2 Grad. Das ist halb so lang wie bei der kleinen Brauerei in Bottrop. Vor dem Abfüllen wird hier noch gefiltert, um die Trübstoffe zu entfernen. Eine Flasche aus jeder Charge kommt ins Archiv. Ja, das ist jetzt unser Haltbarkeitsraum. Ja. Was heißt Haltbarkeits? Also dann, macht so natürlich deutlich mehr Eindruck, muss man sagen. Falls es eine Beschwerde gibt, lässt sich mit den Proben hier ermitteln, ob etwas mit der Charge nicht stimmt. Wie lange kann man oder darf man geben? Ja. Regelt ja wahrscheinlich das Lebensmittelgesetz irgendwie, oder? Oder wer regelt, wie lange was haltbar ist? Ja, das ist allerdings richtig, was man selber vorgibt. Das hat ja natürlich auch was damit zu tun, dass man sagt, bis zum Ende des MADs, dass man seinen Geschmack oder seine Qualität dahin auch garantiert. An sich ist Bier deutlich länger haltbar. Mhm. Es können ja keine pathogenen Keime dort wachsen. Es kann vielleicht dann irgendwann mal Ausfällungen geben, was zum Beispiel Eiweiß sein kann. Oder der Geschmack ändert sich, wenn man zum Heizungskeller lagert, das Ganze. Ja. Aber trinkbar ist es nach wie vor. Bei der Abfüllung kommt nicht nur das Bier in die Flasche, sondern auch das Etikett auf die Flasche. Mit jeder Menge Werbeversprechen. Welche Rolle spielen Marke und Marketing? So, Etikett ist drauf, ja? Ja. Darf ich mal reingreifen, eine rausziehen? Ja, bitte. Okay, nichts kaputt gemacht. So sieht sie dann fertig aus, ja? Ja. Guck mal, jetzt steht hier dick drauf. Premium Pilsner. Ja. Schreiben ja viele auch, muss man sagen. Ne? Ja. Jetzt sind ja eigentlich nur 4 Zusatzstoffe oder 4 Grundstoffe. 4 Rohstoffe, die das ergeben. Genau. Rohstoffe, genau. Was macht Premium zu Premium? Ja. Warum Premium? Ja. Und zwar ist es das Ganze. Es fängt an mit den Rohstoffen, die ich einsetze. Es fängt der Prozess. Es fängt eben auch die Prozesssteuerung, die Erfahrung der Mitarbeiter. Ja. Und Qualität hat ja auch etwas mit Philosophie zu tun, was man natürlich auch entsprechend intensiv ausprägen kann. Aha. Und das wird eben in dem Gesamterlebnis Warsteiner und deswegen auch Premium gerecht. Okay, aber Premium ist ja auch kein geschützter Begriff, oder? Nein, das ist kein Darf jeder sich Premium-Bier eigentlich nennen, oder? Eigentlich kann man das schon machen, aber wir waren die Ersten, die das eingeführt haben, eben aus diesem Hintergedanken, was wir eben alles daran investieren. Ja, okay. Ist natürlich auch ein Marketinggedanke wahrscheinlich. Ne? Der eine hat sein Siegel offen, der andere macht Premium, dann gibt es die Perle der Natur und so weiter. Finde ich mega interessant, mal so irgendwie zu sehen, oder dass du mir jetzt auch bestätigt hast, das ist kein geschützter Begriff und rein theoretisch könnte ich mein Bier, wenn ich das zu Hause mache, auch Premium-Bier nennen, ne? Oder? So ist mir das bekannt, ja. Jetzt fällt mir gerade auf, das ist ja eine niederländische Flasche, ne? Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Die geht in die Niederlande, ne? Die Niederlande, ja. Wir exportieren in 50 verschiedene Länder. Kriegen die genau das Gleiche oder ist das Ausschuss für die Holländer? Hör mal, den könnte ja noch mal ein bisschen was anderes sagen. Nein, nein. Okay. Also ich habe ja hier gelernt, Warsteiner kann bis zu 160.000 Kästen Bier am Tag produzieren. Und das ist ja nicht die einzige große Brauerei, die wir hier in Deutschland haben. Da gibt es noch Veltins, Krombacher, Bitburger, Oettinger, wie sie alle heißen. Und das hier ist für mich das Bild, welchen Stellenwert Bier bei uns in Deutschland hat. Das ist auch unfassbar, oder? Ob Markenbier oder No-Name, wer bestimmt den Preis und was sind die Menschen bereit, fürs Bier zu zahlen? Wie viel darf ein gutes Bier für dich kosten oder ab wann wird es zu teuer? Das ist mir egal, Hauptsache es schmeckt. Kaufen Sie Bier im Angebot? Achten Sie darauf, wann wo was im Angebot ist? Klar, sicher. 3 € pro Kasten Bier schon Unterschied. Ich achte schon auf Angebote. Aber es muss halt schmecken. Es gibt halt Sorten, die trinkt man nicht, die mag man nicht. Ja. Es gibt aber auch immer eine Alternative. Ne? Also ganz so eingefahren bin ich da nicht. Ja. Was darf ein Bier für dich kosten? Was lässt dir das Bier kosten?
Eigentlich sind es mehr Angebotspreise. Ja. Also die 15, 16 Euro. Ja, oder ich eigentlich nicht gewillt zu bezahlen. Das Angebot und die Preisunterschiede im Getränkemarkt sind groß. Im Angebot kostet der Kasten teilweise die Hälfte. Wie sich die Preise zusammensetzen und wo Kunden sparen können, will Daniel von Bierbranchenexperte Peter Schill wissen. Pass mal auf, ich wollte mal einmal zu einem günstigen greifen. Dann nehmen wir mal das mit. Kostet jetzt 60 Cent die Flasche. Und hier kommen wir jetzt zu den Fernsehbieren. Und dann nehmen wir... Komm, dann nehmen wir mal hier so ein Veltins, kostet nämlich knapp 1,99 €. Okay. Ja? Fair. Und jetzt darf ich Ihnen einmal kurz, ich mache es uns mal eben kurz gemütlich hier in der Fernsehbier-Ecke. Ja, wunderbar. Ja? Allerdings, das nehmen wir jetzt nicht, das ist nämlich warm. So, es ist angerichtet. Wunderbar. Und da habe ich nämlich folgende Frage, wahrscheinlich die Frage aller Fragen an Sie. Wie kann das sein? Warum kostet dieses Bier 60 Cent und dieses Bier 1 €? Gibt es viele Antworten drauf. Die, worauf wahrscheinlich die meisten denken, dass es daran liegt, nämlich die Qualität, ist es nicht. Es sind beides sehr gute Biere. Ja. Also, oder was heißt trinkbare Biere. In Deutschland gibt es prinzipiell keine schlechten Biere. Da schützt uns schon das Reinheitsgebot. Steht davon. Hier auch drauf, auch bei dem günstigen Bier, das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Aber natürlich, Veltins ist eine etablierte Familienbrauerei, macht einen hervorragenden Job. Die Brauerei gibt auch sehr viel Geld für ihr Marketing aus. Sie sponsern im Sport, ist ja auch bekannt, Schalke Arena. Genau, richtig. Ja, Veltins Arena. So, also deswegen, aber ganz wichtig ist natürlich auch, gucken Sie sich mal die Flaschen an. Wir haben hier bei Veltins haben wir ein spezielles Etikett, was auch glänzend ist, also metallbedampft. Wir haben hier ein Logo der Flasche, was in das Glas eingraviert ist oder eingegossen ist. Und beim Korken sieht man es auch schon. Wir haben einen speziellen Markenkronenkorken. Die Ausstattung ist halt viel hochwertiger. Ja. Und hier hat man nur das Nötige, ist okay, aber eben auch nicht mehr. Also ich habe verstanden, Marketing wird mitgetrunken, Marketing muss bezahlt werden, Optik muss bezahlt werden, das kommt alles dazu, Werbung und so weiter. Genau. Alles klar. Aber, was ich auch verstanden habe, ist jetzt kein schlechteres Bier zwangsläufig. So von es ist ein anderes Bier. Also man kann sie beide gut trinken und ich sag mal, ein Veltins-Trinker wird nie einen Hansapilz trinken. Mhm. Ein Hansapilz trinkt ja schon eher mal ein Veltins sicherlich, aber er wird es dann nicht kaufen, weil es ihm einfach zu teuer dann auch ist. Ja. Mhm. Gibt es denn eigentlich so eine magische Grenze bei uns, wo wir sagen, so viel muss ein Kasten für uns kosten? Ja, und zwar ist der schon seit Jahrzehnten festgemauert. Früher noch vor der Euro-Einführung waren das 20 D-Mark der Kasten. Ja. Dieses war die magische Schwelle, da ist man eigentlich nie drüber gekommen. Und heute liegt diese Schwelle bei 10 Euro. Mhm. Also eigentlich auch nach über 20 Jahren immer noch ist der Preis praktisch der gleiche wie früher. Der einzige Unterschied ist, dass wenn Sie sich jetzt im Getränkemarkt anschauen, die Normalpreise deutlich höher sind. Nur zu diesen Normalpreisen wird so gut wie nichts verkauft. 3/4 der Markenbiere, der Pilzmarken, der nationalen Pilzmarken werden in der Aktion gekauft. Ja. Und die Aktion liegt im Allgemeinen bei 9,99 Euro. Krombacher. Ja. 9,99 Euro. Minus, das ist ja minus 41%. Das ist unglaublich. Also, Bier ist die neue Küche irgendwie gefühlt. Ja. Das ist ja wie Küchenpreise. Becks. Ja, minus 44%. Wer bietet mehr? Ja, ja. Das sind Preise. Da wird dann richtig Mängel gedreht. Und darauf warten aber auch die Kunden darauf und kaufen jetzt, ich sag mal, jetzt steht ja hier König Pilsener für 15,79 €, wird nicht weggehen, oder? Wenig. Also es gibt immer, also es gibt auch die eingefleischten König-Trinker, die Veltins-Trinker, die Kombacher-Trinker, die nur ihre Marke trinken, ganz klar. Ja. Und der Normalkunde sagt, ach komm, egal, wer jetzt gerade im Angebot ist, dann nehme ich mal 1, 2, 3 Kästen mit. 10 Euro für einen Kasten Bier, da schlagen viele gerne zu und so machen die Hersteller immer noch ein Geschäft. Kleinere, regionale Marken kosten regulär meist deutlich mehr und haben trotzdem ihre treuen Fans. Das tut natürlich auch den großen Pilzmarken wahnsinnig weh. Die geben Unmengen an Werbung aus und am Schluss kommt gar nicht so viel bei rüber. Noch in den 80er, 90er Jahren hat man gesagt, also die Regionalbrauereien haben überhaupt keine Überlebenschance. Geben wir denen noch 10, 20 Jahre, dann sind die alle weg. Heute genau das Umgekehrte. Das sind die Gewinner im Markt. Doch egal ob regionale Marke oder national bekanntes Fernsehbier, was verdient eine Brauerei an einem Kasten Bier?
19% vom Kastenpreis gehen für die Mehrwertsteuer drauf. Circa 28% gehen an den Handel. Im Schnitt geben die Brauereien 10% für Vertrieb und Marketing aus. Manche Brauereien viel mehr, andere viel weniger. Knapp 5% kosten Verpackung, also Glas, Flasche oder Dose. Die Rohstoffe machen etwa 10% vom Kastenpreis aus. Weitere 20% sind für Personal, Produktion und Energiekosten. Ja, dann nehmen wir die auch noch aus dem Kasten raus. Und die zischen wir uns jetzt. Die zischen wir jetzt, ja. Und zwar, warum? Ja. Weil wir müssen die auch noch aufteilen. Ach, dann ist immer noch nicht der Gewinn. Das ist noch nicht der Gewinn der Brauerei. Von 20 Flaschen bleibt also eine übrig. Und die wird auch noch geteilt. Dein Anteil ist jetzt das, was die Biersteuer noch mit abgreift. Das heißt, der Staat will ja auch noch mal was verdienen. Zusätzlich zur Mehrwertsteuer. Okay. Und das, was ich jetzt habe, ist das, was wirklich nur bei der Brauerei verbleibt am Schluss. Also eine halbe, ein bisschen mehr als eine halbe Flasche oder wie viel? Ungefähr eine halbe Flasche? 3,5%, 3% gibt Brauereien, die verdienen heute gar nichts mehr. Weil die gnadenlos im Verdrängungswettbewerb zueinander stehen. Mhm. Wenn dort die Brauerei zum Handel kommt und sagt, hier, ich habe jetzt erhöhte Rohstoffkosten, ich habe erhöhte Energiekosten, ich brauche jetzt eine Preiserhöhung, dann sagt der Handel, ja, schön für dich, aber ich kann das nicht weitergeben, ich will das nicht weitergeben. Mhm. Wenn du deine Preise erhöhst, dann listen wir dich aus, dann nehmen wir einfach einen deiner Konkurrenten und irgendeiner steht immer da, der dann wieder einspringt. Und deswegen sind die Kastenpreise heute auf dem Niveau, wie sie vor 20 Jahren sind teilweise. Noch mehr Wissen zum Thema Bier finden Sie in der Sendung WDR 5 Tiefenblick. Und die gibt es in der ARD Audiothek. Hören Sie da mal rein. Mein Bier ist fertig. Ich sag nur Hattinger Bräu, Premium Helles. Ja, darf man ja draufschreiben, habe ich ja gelernt. Und wo könnte man das Bier besser verkosten als mit einem paar Fußballer in einem Premium-Verein? Und zwar mein ehemaliger Fußballverein hier, TuS Hatting. Früher kickte Daniel im linken Mittelfeld. Heute will er ganz nach vorne mit seinem Hattinger Bräu. So, Jungs, dann kommt mal ran. Lecker, lecker hier. Es gibt Hattingerbräu. Hattingerbräu? Ja. Sag mal, ihr glaubt nicht, was das für eine Arbeit war. Und der Liter kostet 10 Euro. Schon mal so ein teures Bier getrunken? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Also, wir gucken mal. Ich bin gespannt. Also, das war wirklich einiges an Arbeit. Hat jemand von euch schon mal ein Bier selber gebraut? Nicht selber gebraut. Nur selber getrunken. Ja, das war so ein Kit für zu Hause. War wirklich nicht wenig Arbeit. Und jetzt wollen wir mal auf das Ergebnis. Auf das Ergebnis schauen. Okay. Oh! Hört sich schon gut an. So, also vom Sound her würde ich sagen, das war schon mal okay. So, ich habe einfach mal Premium-Pilz draufgeschrieben. Müsst ihr hinterbewerten, ob das stimmt. Okay, Männers, dann würde ich sagen, ja, zum Wohl. Zum Wohl. Auf den TuS Hattingen. Ja. Leute. Riecht schon mal ganz gut. Wie so ein Weizenbier. Mhm. Schmeckt. Ja, ne? Ja, wie ein Weizen. Ja. Wie ein Weizen? Ja. Ja. Schmeckt. Also ich bin auch positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Kiste lasse ich hier, genau. Das Selbstbrauset kostet rund 50 Euro. Bei 5 Litern selbstgebrautem Bier macht das umgerechnet 5 Euro pro Flasche. Ich will ein. Die großen Brauereien kämpfen mit Angebotspreisen um Kunden und verdienen durch Massenabsatz. Bei den großen Marken bezahlen wir die Werbung mit, bei den kleinen Marken die teurere Produktion. Selbstbrauen funktioniert, ist aber viel Arbeit. Also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich würde behaupten, Bier kann tatsächlich jeder machen. Selbst bei mir hat es ja funktioniert. Die einen produzieren Bier in riesigen Dimensionen mit ganz viel Marketing und hauen es zu Angebotspreisen raus. Die anderen in kleinen Manufakturen, wo der Liter dann dementsprechend teurer ist. Ich habe bei meiner Recherche aber nicht feststellen können, dass teures Bier sofort besseres Bier ist und günstiges Bier überhaupt nicht schmeckt. Und was mich am meisten überrascht hat, selbst mein Hattinger Bräu Premium Helles hat am Ende funktioniert und geschmeckt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Prost!
So schmeckt Hatting.